meine Lieben, Tricky Jungfrau Tarot, Liebe, Februar, vom 15. bis 29. Das sind die Energien für Leute, die Single sind und Wunschpartner haben. Ja? Und am Schluss mache ich noch mit den Karten Dori Virtue, ja, noch eine Botschaft global für alle. Ja? Bis Ende Februar, das sind die Energien. Okay, dann beginnen wir. Jungfrauen, Singles und Wunschpartner. Jungfrau, was hast du in der Liebe? Hoppla! Jungfrau, Single oder Wunschpartner, das hast du hier. Jetzt noch die Botschaft in der Liebe. Ah, der wollte raus. Also, meine Lieben, Jungfrau, was hast du? Schutzlos. Ja, es ist ein schönes Gefühl, wenn man sich an die starke Schulter seines Traummannes lehnen und sich in totaler Sicherheit wiegen kann. Jede Frau wünscht sich diesen Fels in der Brandung, den Ernährer, den perfekten Liebhaber und Ehemann in einem. Doch sei dir bewusst, dass du selbst deine eigene Festung bist und im Grunde niemanden brauchst, um dich in dieser Welt sicher und behütet zu fühlen. Genauso musst du andersherum nicht die Mutter Teresa für deinen Partner sein, ihn durchfüttern oder gar finanziell unterstützen. Arbeite an deinem Selbstwert und schätze das, was du bist.
was du bisher allein in deinem Leben geschafft hast. Offenbarung, ja. Dir ist etwas offenbart worden. Und du hast dieses feine Gespür, Intuition, ja. Und das hat dich etwas offenbart, die dich sehr verletzt hat. Du hast schlaflose Nächte, Verzweiflung, Albträume, ja. Kummer, das hat dich aus der Bahn geworfen, ja, was Liebe belangt in der Vergangenheit. Dann bist du ja Single, ja. Und es kommt ein Happy End, Karma schlägt zurück. Ich liebe dich, es kommt eine neue Liebe auf dich zu, meine Liebe, ja. Nach dieser Phase, die du gemacht hast mit deinem Ex-Partner, Ex-Beziehungen, egal was, der hat dich ausgenutzt, etwas hat er offenbart, ja. Vielleicht sogar untreu, ja, so merke ich das. Und es kommt eine neue Liebe auf dich zu, ja. Ganz wichtig, Jungfrau, diese Erkenntnisse hast du gewonnen, ja. Dann weißt du, wie es weitergeht, woran du bist, ja. Hier, Wunschpartnerstapel, Jungfrau, höher, schneller, weiter. Ich setze mich selbst einem hohen Erwartungsdruck aus. Ich möchte in außen angesehen werden. Ich möchte glänzen, beneidet werden. Viel Leistung, viel Anerkennung, so ist mein Denken. Ui. Aber ich will die Wahrheit, die dahinter steckt, nicht sehen. Es wäre zu schmerzhaft, denn dann müsste ich einsehen, dass ich eigentlich nicht geliebt werde. Mhm. Versicht, opfern. Ja, das ist ein Opfer, das du musst bringen mit diesem jemand. Höher, schneller und weiter. Ui, ja. Jungfrau, was hast du? Er ist keine einfache Person. Kann sein, dass du Zwillinge, Waage, Wassermann zu tun hast. Ja? Und diese frostige Stimmung zwischen euch zwei. Ja? Und oh, du rennst eine Fantasie hinterher, rosarote Brille haben mit diesem jemanden. Ja? Du möchtest nichts sehen. Ja? Rosarote Brillen setzen. Augen verschließen, ja? Ach Gott. Was hast du hier? Es kommt wieder Glück. Um diese Beziehungsarbeit bist du satt. Warte ab. Hast Kummer, zweimal Kummerkarte. Vergib diese Person. Vergib und vergiss. Das Leben ist zu wertvoll, um es zu verderben. Warte ab, es kommt wieder Glück auf dich zu. Du musst so viel opfern, ja. Ich habe das Gefühl, du warst im Schatten dieser Person. Nur im Schatten. Er musste glänzen, Mittelpunkt sein. Es gibt so Menschen, ja. Das ist leider so. Okay, meine Liebe, das war. Und ich nehme noch eine Karte, ja. Für Februar in der Liebe. Bis Ende Februar für Jungfrau. Was ist noch für Botschaften hier? Dies könnte der die richtige sein. Du bist dem Liebespartner, dem du suchst, bereits begegnet. Ja, das ist eine Botschaft, ja, für alle. So, meine Lieben, bis zum nächsten Video. Waage kommt. Bye!